Wir erstellen jetzt zusammen ein Gesichtsöl und ein Körperöl. Und das soll ganz pflegend sein, zellerneuernd sein und einfach gut tun. Ich habe ja schon ein Rezept mal hochgeladen gehabt für ein Gesichts- und Körperöl. Und das habe ich auch super gerne verwendet und hatte das hier in so einer Pumpflasche. Und ja, das habe ich eben fürs Gesicht, aber eben auch für den Körper verwendet. Aber jetzt möchte ich gerne für mein Körperöl auch nochmal Vanille mit reinbringen. Und Vanille möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Gesicht haben. Dementsprechend mache ich jetzt nochmal ein spezielles Gesichtsöl und ein spezielles Körperöl und möchte euch gerne mitnehmen, ja, weil euch das ja auch so interessiert. Und genau, meine Sachen habe ich schon hier. Rezept habe ich schon hier. Das vergesse ich nämlich selber immer. Und ich fange jetzt an mit dem Gesichtsöl. Habe jetzt hier ja von so einem alten, was war da drin? Ich glaube da, was war da drin? Ich glaube ein Selbstbräuner oder so war da drin. Genau, Selbstbräunungsdrops waren hier drin und habe ich jetzt hier die Glasflasche einfach genommen und da mache ich jetzt eben mein Gesichtsöl draus. Welche Trägeröle nehme ich? Ja, also die Basis ist ein Trägeröl, das heißt ein fettendes Öl. Die ätherischen Öle sind ja nicht fettend. Dementsprechend nehme ich hier auf jeden Fall ein Kokosöl und Mandelöl habe ich noch gekauft. Ja, also das wird die Basis bei beiden Ölen. Hab mir hier, wo ist der Trichter? Hier, noch einen Trichter genommen für das Mandelöl. Und genau, fange jetzt quasi einfach mal an. Ich nehme, beziehungsweise, oh, das ist gar nicht mehr so viel drin, sehe ich jetzt gerade. Fürs Gesicht nehme ich fraktioniertes Kokosöl. Ich habe hier, da ist das nicht mehr drin, da ist ein anderes fraktioniertes Kokosöl mit drin. Aber ich nehme auf jeden Fall für das Gesicht das doTERRA fraktionierte Kokosöl, weil ich sagen muss, ich finde es irgendwie ein bisschen sanfter so als andere. Und deshalb nehme ich jetzt hier einfach mal das von doTERRA und gebe das jetzt hier einfach mal so mit rein. Ja, also für mein Gesichtsöl. Es ist ein bisschen blöd, weil man jetzt natürlich nicht sieht, wie viel da jetzt schon drin ist. Das ist so ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber passt schon. Genau. Das heißt, hier kommt jetzt erstmal fraktioniertes Kokosöl rein. Und es wird ungefähr so Hälfte, Hälfte sein. Ah ja, okay. Dann kann man das hier so ein bisschen abschätzen. Genau so. Weil im Endeffekt, es kommt jetzt nicht darauf an, dass da jetzt ganz genau das Mandelöl drin ist oder ganz genau das Kokosöl. Dann habe ich mir hier ja so ein, also es ist Süßmandelöl geholt in hier in so einem Herbolario, in so einem Bioladen und das kann man sogar innerlich auch einnehmen. Also dementsprechend, ich überlege nur gerade, ich glaube, ich mache das tatsächlich lieber mit einem Trichter. Ja, den habe ich mir auch mal irgendwo geholt. Dann kann man den nämlich hier einfach so drauf machen und dann kann man das Öl nämlich hier reingeben. Und gucken wir mal. Okay, da kommt ja gar nicht mal so viel raus. Warum? Muss man das noch irgendwie öffnen? Nö. Schauen wir mal. Ah, da kommt ja gar nichts raus. Ist ja blöd. Kann man das irgendwie abmachen? Ja, es gibt hier auch noch so ein Ding. Und damit kann man dann versuchen, das hier so ein bisschen rauszunehmen, weil da kommt dann gar nichts raus. Guck ich mal, ob ich das jetzt gerade aufbekomme. Da kommt ja nichts raus, ne? Gut. Dann müssen wir das, glaube ich, ein bisschen hier mit Gewalt machen. Das mal hier so rausholen, genau. Yes. Okay. Jetzt habe ich hier das mal hier komplett aufgemacht. Dann wird es auf jeden Fall einfacher. Und jetzt schütte ich da einfach mal hier so ein bisschen rein. Und guck dann einfach noch mal ungefähr, wie voll das schon ist. Ah ja, okay, ist schon auf jeden Fall sehr gut voll.
Genau, so. Und dann mache ich da nämlich jetzt die ätherischen Öle rein. Was habe ich da für ätherische Öle drin? Also ich möchte das gar nicht so sehr verändern wie zum letzten Mal. Und zwar ist da drin Weihrauch, weil es zellerneuernd ist. Palmarosa riecht total gut und ist auch ganz toll für die Haut, macht die ganz zart. Neroli ist eine Art Teebaumöl, ist aber sanfter, kommt aber auch aus dem Teebaum. Liebe ich sehr. Also Neroli kommt mit rein. Dann Geranium riecht natürlich total gut, ist auch super für die Haut. Lavendel auch total toll für die Haut, auch wenn man so Verletzungen hat oder sowas, dann ist das auch total gut. Und ich glaube, ich werde einfach genau das Rezept quasi wieder nehmen. Ich hatte nur überlegt, ob ich jetzt da noch mal Myrrhe mit reingebe. Und das mache ich auch. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Myrrhe mit rein, denn ich habe jetzt hier in dem Buch noch mal nachgeschaut, Modern Essentials Handbuch, welches ätherische Öl ist da ganz besonders gut, wenn es eben um spröde Haut geht, also trockene Haut. Und da steht als allererstes Myrrhe. Dementsprechend jetzt auch, ne, es wird ja hier auf den Kanaren auch ein bisschen kühler. Und deshalb gebe ich da jetzt auf jeden Fall Myrrhe mit rein. Ich merke ganz besonders, dass hier mein Bereich irgendwie sehr, sehr trocken ist. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hier bei Myrrhe habe ich jetzt hier auch nochmal eine Pipette dran gemacht, weil das sehr stark, ja, so eintrocknet und dann kriegt man nachher das irgendwie nicht mehr so richtig auf. Dementsprechend gebe ich jetzt einfach mal wirklich nach Gefühl so ein bisschen Myrrhe mit rein. Nicht zu viel, weil ich es jetzt noch nicht kenne im Gesicht. Aber ich gebe da jetzt einfach mal so ein bisschen rein. So, haben wir Myrrhe mit drin. Dann auf jeden Fall Weihrauch, darf richtig schön viel rein für die Zellerneuerung, für die junge Haut sozusagen. Da habe ich 12 Tropfen ungefähr genommen, aber dann nehme ich jetzt trotzdem 10. Oder halt 12, ne? Das ist wirklich immer so nach Gefühl. Ich mache tatsächlich 14 Tropfen mit rein, Weihrauch. Dann Neroli hatte ich genommen, auch 12 Tropfen. Da mache ich jetzt mal 10. 10 Tropfen Neroli. Dann hatte ich Geranium, hatte ich 8 Tropfen. Da gebe ich jetzt mal 5 rein. So, 5 Tropfen Geranium. Dann Lavendel. Lavendel hatte ich 12 Tropfen, dann mache ich hier auch mal 10 rein. 10 Tropfen Lavendel und Palmarosa, da hatte ich 6 Tropfen, da mache ich jetzt einfach mal 2 Tropfen rein. So. Oder 3. Nach Gefühl. 3 Tropfen Palmarosa. Und dann habe ich alles drin. Genau, dann ist da Myrrhe drin, Weihrauch, Geranium, Neroli, Lavendel und Palmarosa und als Trägeröl eben Mandelöl und das Kokosöl. Genau. So, das ist jetzt hier drin. Ist jetzt auch nicht zu voll. Und dann schüttel ich das einmal. Und dann habe ich jetzt hier mein Gesichtsöl. Ich freue mich auf jeden Fall. So. Und hier habe ich jetzt ein wunderbares Gesichtsöl. Was unglaublich toll riecht, wo ich einfach weiß, was drin ist. Tut meiner Haut gut. Perfekt, ja. Und ich habe echt eine richtig schöne Haut und ja, auch sehr zart. Ja, das fürs Gesicht. Und jetzt kommt das Körperöl. Hier. Das mache ich jetzt hier in die Pumpflasche rein. Die habe ich jetzt nicht sauber gemacht. Beim letzten Mal habe ich die noch mal so ein bisschen sauber gemacht. Hier ist natürlich schon cooler, weil man halt sieht, wie viel auch wirklich drin ist. Dann nehme ich auch wieder die Hälfte Mandelöl. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, bis das hier durchläuft durch den Trichter. Oder halt ein bisschen langsamer schütten. Ich merke schon, das wird hier eine Sauerei. Ja, also am besten immer so ein paar Tücher dabei haben. Beziehungsweise das hier einfach drunter stellen.
Meine Nachbarn machen auf jeden Fall Party. So, es ist dann fast zur Hälfte mit Mandelöl gefüllt. So. Ich dann gleich noch ein bisschen säubern. So, die andere Hälfte kommt jetzt fraktioniertes Kokosöl rein. Ich freue mich schon sehr, das wieder zu haben. Ich habe das nämlich so ein bisschen hinausgezögert mit dem Live, beziehungsweise ich hatte andere Sachen noch gemacht. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf jeden Fall, ein neues Körperöl zu haben. Ja, hier spritzt überall. Kann ich jetzt gleich erstmal hier alles sauber machen? Genau, so das. Und dann kommt in mein Körperöl quasi, da muss ich jetzt noch mal gucken, weil da möchte ich auch noch Vetiver mit reingeben. Ist sehr erdend und auch wohl sehr gut für die Haut, aber eben auch Myrrhe soll mit rein. Ich will Vanille mit rein und Zypresse, weil das ist so das Öl des Flusses. Ja? Also das heißt auch so den Lymphfluss anzuregen und so weiter. Das hört sich für mich ganz gut an. Dementsprechend kommt da jetzt Zypresse rein. Das mache ich auch eigentlich wieder nach Gefühl. Dann mache ich so 6 Tropfen. Das waren jetzt 7 Tropfen. Zypresse. Auf jeden Fall Frankincense. Mache ich auch 10. Habe ich jetzt 12 reingemacht. Weihrauch, dann kommt auf jeden Fall Myrrhe mit rein, einfach auch für die Feuchtigkeit. Und da gucke ich mal, wie viel ich da so reinmache. Ob ich hier so nur eine Pipette, ich glaube, da gebe ich so 2 Pipetten. Wo ist das ein bisschen viel? Ja, so 1,5 Pipetten habe ich da jetzt reingegeben von Myrrhe. So. Und Myrrhe ist auch so das Öl der Mutter Erde. Und das finde ich auch nochmal so schön, ja, also auch so Geborgenheit. Und da auch nochmal so zu gucken, okay, was ist es auch nochmal emotional, was man sich dann auch so auf den Körper gibt. Vanille kommt mit rein. Jetzt 12 Vanille, dann kommt auf jeden Fall Lavendel wieder mit rein. Da mache ich auch schön so ungefähr 10. Genau, 10 Tropfen Lavendel. Geranium kommt noch mit rein. Da hatte ich ja 8, da mache ich jetzt mal ein bisschen weniger. So, 6 Tropfen Geranium. Dann Niaouli kommt auf jeden Fall auch wieder mit rein. Mache ich so 8 Tropfen. Palmarosa lasse ich, glaube ich, mal raus. Genau. Und dann Vetiver gebe ich dieses Mal mit rein. Da mache ich mal so eine oder so 6 Tropfen habe ich jetzt mit reingegeben. 6 Tropfen. Okay, so, das war's. Das habe ich jetzt mit reingegeben. Dann kommt da jetzt wieder der Pumpaufsatz drauf. Und dann kann's losgehen hier mit dem Einölen. Ja, das kann dann immer schön geschüttelt werden, damit sich das alles auch verbindet. Und dann habe ich hier einmal ein wunderschönes Körperöl, wo ich genau weiß, was drin ist. Tolle ätherische Öle, tolle Trägeröle und eben auch fürs Gesicht.
Ja, Zellerneuerung, einfach Pflege für die Haut und das liebe ich sehr. Was ich noch empfehlen kann, ist, wenn du die Öle aufträgst, dass du dann etwas Wasser nimmst und das quasi in deine Hand gibst oder du gibst eben ja hier zum Beispiel von dem Körperöl dann was in deine Handinnenfläche und gibst dann etwas Wasser dazu oder du trägst es auf deine feuchte Haut auf, weil dann einfach die Öle besser in deine Haut einziehen können, als wenn du jetzt einfach nur das Öl nimmst und das auf deine trockene Haut gibst. Das einfach nur noch mal so als Tipp. Dann wird quasi die Feuchtigkeit des Wassers auch noch mal mit aufgenommen. Genau. Das war's eigentlich schon. Ich liebe eben auch tatsächlich die emotionalen Themen dann noch mal hinter den Ölen, ja, also auch Geranium zum Beispiel. Ganz viel auch so in die Ruhe zu kommen, sich wohlfühlen. Und ich finde einfach, wenn man diese Öle verwendet, die ätherischen Öle plus Trägeröle und sich damit schon morgens einölt, das ist ein wunderschönes Gefühl. Das ist wie so ein kleines Treatment, auch so fürs Gesicht, das Öl aufzutragen, das nochmal richtig schön einzumassieren. Gesichtsmassage, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach dir eine richtig schöne Gesichtsmassage. Es tut so gut, ja, einfach die Bereiche im Gesicht auch einfach mal zu massieren. Das ist so schön und entspannt, gerade auch morgens. Kann ich sehr, sehr empfehlen und dafür eben auch mit Öl natürlich perfekt. Genau, wenn du jetzt noch Fragen hast, sag super gern Bescheid. Du kannst es natürlich auch hier unter das Video schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast. Oder wenn du sagst, boah, ich hätte auch gern diese ätherischen Öle, die du verwendest, die wirklich zu 100% naturrein sind. Da ist nichts hinzugegeben, da ist nichts weggenommen. Das ist wirklich pures ätherisches Öl der Pflanze bzw. dem Harz oder der Blüten. Da kann man hier auf jeden Fall vertrauen. Und ja, wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich bei mir und dann suchen wir dir ein richtig schönes Starter-Set raus oder eben passende Einzelöle, die du jetzt gerade haben möchtest oder die für deine Situation jetzt gerade perfekt sind. Genau, ich hüpfe raus. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns.